Hallo, meine Lieben. Und ja, sorry, dass es jetzt heute das Tagesorakel nicht wie gewohnt gab. Es lag schlicht und ergreifend daran, dass Rosi und ich komplett verpennt haben. Also wirklich, das allererste Mal, seit Rosi bei mir ist, hat sie wirklich verpennt, ja. Und ich auch dazu. Vielleicht schlafen wir auch sehr gut hier in der Wohnung. Das kann natürlich auch sein. Aber wir sind wirklich kurz vor 10 aufgewacht. Wir haben gestern Morgen natürlich immer wie immer ihre Hundefreunde getroffen und alles und waren aber am Nachmittag ein bisschen wandern. Und da war sie schon ziemlich platt, muss ich sagen. Und ja, also es tat auch mal gut. Also von daher gibt es jetzt einfach ein ausführliches Orakel. Wie findet ihr das? Wir schauen mal in meine Zeta-Karten rein, das sind die hier, und gucken einfach mal, was die Karten uns verraten. Es geht erstmal wirklich ganz klar hier um das Thema Partnerschaft und Liebe. Darum geht es jetzt auch, und das wird jetzt auch konkreter, vor allen Dingen liegen hier gleich Unternehmungen dabei. Also das bedeutet wirklich Dinge, die man zusammen macht und unternimmt, ja. Es kommen auch Nachrichten, relativ zügig, jetzt geht die Kuckucksuhr los, okay. Stabilität im gesundheitlichen Bereich. Du liegst aber in Ängsten und Unsicherheiten hier drin. Ach, Mäuschen, ja, also diese Ängste und Unsicherheiten, die solltest du wirklich loslassen, ja, das ist wichtig, denn im Grunde liegt hier eine ganz schöne Entwicklung, in die du reinschaust, ne? Man kommt wieder, man regeneriert wieder. Die Kommunikation wird wieder laufen, man wird Dinge unternehmen, ja. Und es kommt in dein größtes Problem oder in deine größte Sorge hier wieder absolute Stabilität hinein. Es kommt zum Treffen Einladungen, ja. Ganz überraschend, ganz plötzlich kann da auch tatsächlich mehr passieren. Man spricht sehr klar über einen Neubeginn. So. Die andere Person, ja, die hier reinstört oder eine falsche Person, die hier reinstört, die versucht immer noch so ein bisschen Klatsch und Tratsch über dich zu verbreiten. Ja, liegt direkt daneben, liegt direkt zusammen sogar, ja. Das sind aber Kleinigkeiten. Du solltest dich da nicht stören lassen dran, ja, an diesem Klatsch und Tratsch oder an diesen Dingen, die da verbreitet werden, ja. Deine negativen Gefühle in diesem Punkt sind definitiv falsch, ne? Das liegt im Haus des Fuchses, ja. Und das hat ja in der Vergangenheit sehr viel Stärke gehabt, aber wird hier ausgebremst, ja. Also Fuchs schaut schon mal aus dem Kartenbild raus, das ist immer sehr gut, ja. Das heißt, da kommt Klarheit rein, Klarheit auch für dich. Und das ist wichtig. Sensenspitze geht auch aus dem Kartenbild raus, das ist natürlich auch immer sehr positiv oder ein sehr positives Zeichen. Dennoch würdest du gerne wissen, was sich wann verändert, ja. Und es kommt aber tatsächlich so die Gespräche auf über einen Zusammenzug. Also das liegt ebenfalls da. Es war die erste Intuition schon hier, als die beiden Karten jetzt kamen von mir. Und jetzt kommt das dazu. Das ist natürlich wunderbar. Guck mal, die andere Person, wenn es da jemand gibt, der entweder schlecht über dich redet oder eine Konkurrentin ist oder eine dritte Person oder eine Noch-Partnerin von deinem Wunschpartner ist, ja, die schießt sich hier tatsächlich selber ins Aus. Hier gibt es ganz klare Probleme. Hier gibt es wirklich Themen, die nicht so geklärt worden sind. Ja. Vor allen Dingen kommt man hier nicht mehr weiter. Also er kommt mit ihr nicht mehr weiter. Und das ist der Erkenntnisprozess, auf den er jetzt zusteuert. Ja. Und alle anderen weiblichen Einflüsse sind hier geblockt bei ihm. Es entsteht die Liebe im Haus der Liebe, ja, die feste Verankerung, die, das Gefühl auch zueinander, was man eben auch hat, ja, und es lösen sich sozusagen die Geheimnisse jetzt auch auf, ja, die man hatte, oder das, was im Verborgenen war, kommt jetzt ans Licht, sehr positiv, und hier auch nochmal die Einladung. Er liegt in deinem Bild hier jetzt auf seiner Position, das zwar mit den Schwertern oben drüber, die immer sagen, er ist ein bisschen langsam und handelt noch nicht ganz so, aber das bricht sich ja gerade auf mit dem Storch dabei, ja. Aber er ist es auch wirklich, ja.
Und hier geht es auch definitiv weiter. Hier geht es auch definitiv weiter im finanziellen Bereich. Ja, also auch da liegt hier großes Glück, auch wenn da im Moment ein bisschen die Sorgen drauf sind. Auch eine sehr schöne eigene Spiritualität, die bei dir liegt. Guck mal, und er liegt mit einem großen Glück zusammen. Also besser und der Treue bei dir mit der Verbindlichkeit dabei. Und Schicksal liegt auch im Schicksal drin, also besser kann es fast gar nicht liegen von diesem Kartenbild jetzt. Also das ist wirklich, wirklich eine ganz gute Entwicklung, die jetzt kommt, ja. Ein bisschen so kleine Obachtszeichen haben wir hier noch, ja. Bitte aufs Auto aufpassen, ja. Auf ein elektrisches Gerät bitte aufpassen, ja. Hier liegt so irgendwie ein Kabelbruch, Kabel verschmort oder sowas, ne? Das kann es ja immer mal geben, also da bitte ein bisschen aufpassen, ja. Das sind so zwei Dinge, die da sind, aber alles Kleinigkeiten, ne? So, dann ist es so, dass du auch aufpassen solltest im Moment, entweder in deinem Arbeitsumfeld oder eben im Zuhause, auf jeden Fall in einem Flurbereich aufpassen solltest, dass du nicht stolperst, stürzt oder sowas, ja. Also da liegt so eine Ausrutschgefahr einfach da. Da sollte man also ebenfalls drauf achten. So, für wen ist dieses Reading am intensivsten spürbar? Das heißt, wenn du deine Sonne, also dein Sonnenzeichen, dein Tierkreiszeichen, dein Sternzeichen oder deinen Aszendenten oder deinen Mond in einem der folgenden Zeichen hast, dann ist dieses Reading ganz besonders intensiv für dich. Für die Stiere, für die Fische, und ich will die noch dabei haben, und für die Steinböcke. Ja? Also die sind Sonne, Mond oder Aszendent, die sind besonders mit diesem Reading in der Verbindung drin, auch wenn dein Gegenüber eins von diesen Zeichen ist oder einen Aszendenten hat, dann ist es definitiv dein Reading. Also sorry nochmal wirklich fürs Verpennen heute Morgen, aber es tat auch mal gut. Sonst war ja Rosi immer, auch gerade in der alten Wohnung, um 6.30 Uhr morgens wach. Schon krass, ne? Wir schauen nochmal in die Karten hinein. Upsala, da will schon direkt was raus. Ihr könnt natürlich eure private Beratung bei mir haben. Es gibt auch immer noch das Angebot mit einem der Energiebooster nach Wahl für 50 Euro. Das geht über WhatsApp. Hier sind die Booster. Gibt es ein 10-Minuten-Reading und ein Booster gratis dazu. Das gibt es natürlich noch. Dafür könnt ihr mir über WhatsApp schreiben. Und ja. Und natürlich die Zeremonie. Wir haben zwei mega Liebeszeremonien noch, die anstehen. Bleibe in der beobachtenden Position, sagen hier die Karten. Großes Glück ist dir sicher. Verbindlichkeit, großes Glück ist dir sicher. Also das ist in jedem Fall da. Schwierigkeiten lösen sich hier wirklich heilsam auf. Ja. Auch Probleme mit anderen Personen, die vielleicht da gewesen sind, lösen sich jetzt in Wohlgefallen auf. Also das ist doch schon mal alles, finde ich, richtig, richtig positiv. Jetzt haben wir einen guten Impuls. Ja. Ne? Und der heilige Josef, das ist die göttliche Schöpfung, die dabei ist, ja. Also hier können wir jetzt ganz, ganz, ganz viel, also Josef von Eritrea, hier können wir ganz viel jetzt neu auf den Weg bringen, eine ganz tolle Energie, die uns begleitet. Bis dahin, mucho, mucho amor und nochmal sorry, bis dahin, ciao.